Hallo meine Freunde der leichten Zerstörung und willkommen zurück hier auf meinem Channel. Heute geht es weiter. Trostoson endlich wieder im Land der Zurückkehrenden. Außerdem folgt heute nach dem 0 zu 0 in Köln Ried und der WAC in der Bundesliga. Ja, aber da hat man heute keine Europa League. Aber egal, wir haben heute das Ziel Tabellenplatz Nummer 2. Vorbei an der Wiener Austria ins Glück zum zweiten Platz. Oh Mann, da Brasils Nationaltrainer. Bolivien, ja wahrscheinlich. Vertrag angeboten, nicht erfüllt. Bin mir ganz durcheinander. Ja, mei. Ah, Richard Strebinger endlich wieder für die Österreicher eingesetzt. Oh, was? Wo bist denn sie? Mann, Josef habe ich ja gar nicht gesehen. Upsalöchen, muss man dann gleich mal gucken, ob ich da einen Jugendspieler als Verteidiger. Nö. Scheint für keiner so gut zu sein, dass er sich als Verteidiger tragen würde. Ah, ich warte auf nächsten Jugendbericht und dann werden wir mal gucken. Aber jetzt geht's ja mal los in die Partie gegen Ried. Ja, gut, wir spielen auswärts und ich bin in Rot, wir spielen in Grün-Weiß. Die Aufstellung könnte heavy, könnte, ich glaube, Steffen Hoffmann braucht echt mal eine Pause, aber ich glaube, das werde ich ihm jetzt geben und werde ihn dann einwechseln in der Halbzeit. Ja, über den Sturm brauchen wir eh nicht viel reden, viele Verletzte. Hofft man, dass der Sturm zu alter Stärke wieder findet. Aber ist halt nicht so leicht mit drei, mit zwei neuen Stürmern, die nicht wirklich oft eingesetzt sind, die nicht oft eingesetzt wurden in den vergangenen Monaten. Aber egal, wir werden hier das Bestmögliche probieren in der Auswärts. Bilanz sind wir vor Salzburg mit 11 Punkten und SK in St. Pölten wahrscheinlich. Also nicht so schlecht. Aber hier geht die Partie schon wieder los und jetzt Wöber am Ball. Pass auf Mocenic, der oben auf Schaub. Schaub überlegt sich, spielt auf Arrasse, der spielt zurück. Ball kommt auf Bartfinne auf Wöber, Wöber mit dem Steilpass ins Nichts. Bartfinne sofort akkurativ hinterher. Spiel runter, ja. Wöber jetzt wieder am Ball. Und jetzt runter auf Madl. Madl sieht unten Bartfinne. Bartfinne sieht unten die Nummer 13. Und es gibt Einwurf. Die Nummer 13 wirft ein zu Wöber. Wöber kann sich in Ruhe den Ball annehmen. Spielt runter zu 13. Die steht nicht mehr abseits. Die Flanke wäre wahrscheinlich eine gefährliche Torflanke geworden. 10 Minuten gespielt. Rapid, da. Weil mehr von dem Spiel. Naja, komm, sage ich's. Ja.
Ball zu lang gespielt. Der Ball wird nach hinten gedrückt, geht auch nach vorne. Die Flanke landet beim Verteidiger. Die Situation noch nicht entschärft. Die Flanke. Ja, die ist überhaupt nichts geworden. Ja, gut. Ball am Bartfinne am Ball. Nein, das gibt's ja nicht. Klasse hier, Mucinic rettet den Ball, Ball auf Schaub, Schaub, Schaub kann gehen, Schaub kann gehen, zieht zurück, sieht oben, Arrasse, nur der stand zu weit oben für diesen Pass. Und sofort geht Ried in den Angriffsmodus über. Geht an einem vorbei, geht an zwei vorbei, die Flanke! Sorry. Die Flanke war nicht schlecht, eine Torsituation für Ried, aber natürlich Rapid will hier die 3 Punkte. Die wissen, was sie nach den Leistungen der letzten Male und letzter Wochen machen und zeigen müssen, damit ihre Fans stolz sind. Badfinne! Durch die Beine vom Verteidiger, aber der war zu leicht. Also haltbares Fressen für den Goalie. Wöber. Ball geht um. Wöber mit der Hacke auf Pacheco. Der spielt auf Schaub. Schaub in die Mitte auf Arrasse. Ja, da ist keine Chance, vergiss es. Das ist unmöglich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ried, Ried, Ried. Oh Mann. Ah, wow, der war gut. Bartfinne und Arrasse können jetzt das eigentlich ausspielen. Bartfinne und dann verteidigt der Verteidiger gut. Ball auf Pacheco. Pacheco hat null Ahnung, wo er hinspielen soll. Rennt in den Ballverlust und sofort rapid in den Gegenkonter. Pacheco versucht alles, kommt nicht mehr hinterher. Ball in die Mitte gespielt. An Wöber vorbei. Sonnleitner kann ihn stoppen und dann kommt Knoflach raus. 45. Und es sieht nach Ermunden. Chinas 0-0 Alter. 0-1 liegt Alter auch hinten. Pacheco können wir auswechseln. Da kommt Jobesberger. Bart findet noch guten Rennen. Wird wahrscheinlich dann zum Ende der zweiten Halbzeit auch auswechseln werden müssen. Natürlich die Doppelbelastung liegt da sehr auf Bart Finne. Der hat bisher jedes Spiel, wenn er nicht verletzt war, gespielt. Super gespielt. Und da hat man die Chance gehabt zum Konter. Aber klasse. Auf über rennt rein, gibt Freistoß. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Egal, die Flanke ist gut, aber der Kopfball ist alles andere als gut. Knoflach jetzt mit dem langen Abschlag auf die Nummer 13. Der Ball fliegt auf Arrasse, der auf Schaum. Schaum auf Maximilian Hoffmann, der zu Arrasse und der Ball wieder im Nirgendwo. Langsam hat Ried mehr von dem Spiel. Schobesberger legt da fast ein Gegentor auf. Knoflach hier, guter Mann. Bisher kann sich eh beweisen. Strebinger, ja, kann es mit dem noch passieren. Wird im Laufe des Jahres. Das kann man da ehrlich gesagt nicht sagen.
Ball wird weitergespielt, Ball wird weitergespielt und runter. Na, klasse, dann hopp und hopp. Und, ein Tor wäre jetzt echt nicht schlecht, naja. Wenn man das so sieht, brauchen wir theoretisch eines, damit wir mal der Austria zeigen, dass wir schon eine Gefahr darstellen und doch den zweiten Platz haben wollen und nicht hinter der Austria am dritten Platz verweilen. Rüber jetzt mit der Klärungschance. Der Ball springt gut auf, geht einmal kurz runter. Mucinic, Schaub. Schaub geht durch, spielt durch. Ah, die Nummer 13 kommt nicht zum Ball. Klasse Ball für Sonnleitner, der köpft zum Gegner. Wöber muss in den Zweikampf, Wöber muss in den Zweikampf. Klasse gemacht von Ried. Der Ball wird nicht gefährlich. Gott sei Dank, Ballbesitz wieder mal mehr. Wundert mich ehrlich gesagt. Aber froh, dass es einmal so ist. Ball jetzt sofort gut auf Arrasse. Arrasse muss ausgewechselt werden. Die eine Aktion wird er noch schaffen. Der Ball ist weg. Jetzt wird schnell Arrasse und Badfinne ausgewechselt. Ja, Zanatto und Jelic. Jelic kriegt wieder eine Chance, sich zu beweisen. Nach etlichen Monaten, wo er nicht gespielt hat. Der Ball geht runter auf Jelic und der rennt mit dem Ball ins Aus. So, wow, klasse Ball. Schobesberger jetzt auf Mucinic. Mucinic auf Sonnleitner. Sonnleitner schaltet sich mal vorne mit ein. Verliert den Ball, aber kurz vorm 16er. Der Rieder. Madl legt sich mal dazwischen. Hat der Gegner keine Chance, irgendwie durchzukommen. Kriegt dann jetzt den Ball. Ball wird wieder verloren am 16er. Am eigenen 16er. Sonnleitner klärt. Beziehungsweise blockt somit kein Torschuss. Der Gegner, die Nummer 13, wartet auf Mitspieler. Schobesberger, Zanto, Zanto, Zanto! Am Tor vorbei, meine Damen und Herren, was hier los? Zanto schießt am Tor vorbei. Somit bleibt es beim jetzigen 0 zu 0. Ach du lieber Gesangsverein, das war nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, unsere Ziele sind definitiv gefährdet. Da ist ein bisschen, ja. Zweiter Platz werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Erster werden wir nicht mehr, zweiter sicherlich noch. Die Austria hat ja nur 2 Punkte mehr als wir. Philipp Rosenig ist wieder ist wieder gut. Wo spielt er? Ich brauche einen Innenverteidiger.
So. Ah, der will. Den kann man als Außenverteidiger verpflichten. Aber der Rest ist ja noch nicht so hervorragende Jugendarbeit. Boah. Das ist einmal gut gelungen. Jetzt müssen wir halt nur auf die Gegner von der Wiener Austria hoffen, dass die gegen Austria verlieren. So dass wir hier den zweiten Platz holen, aber dafür müssen wir erst einmal auch gewinnen, und zwar gegen WAC. Natürlich auch nicht so das leichteste Heimspiel gegen den WAC. Das letzte Spiel dieser Aufnahme. Spieler, alle fit. Wir müssen schauen, dass wir 3 Punkte holen und mal wieder zum Torschuss kommen. Aber von dem anderen Standpunkt her gesehen müssen wir auch schauen, dass wir nicht verlieren und Sturm Graz an uns vorbeifliegt. So, schaub jetzt am Ball. Schaub jetzt am Ball. Schaub! Die 13! Das 1 zu 0! Das 1 zu 0! Das war doch einfach. Das war perfekt. Und sein erstes Saisontor. Da wäre normalerweise Baboli gestanden, wenn er nicht verletzt wäre. Klasse hier, gleich zu Beginn gegen WRC gezeigt, wir wollen hier gewinnen. Und da war gleich super. Und da Pacheco, tanzt da mal eine Runde, tanzt da mal eine Runde. Dann lasst er zwei stehen, bringt die Flanke, Badfinne. Und dann liegt die Nummer 13 im 16er und kommt nicht so schnell wieder auf. Steffen Hoffmann in den Zweikampf. Steffen Hoffmann in den Zweikampf. Der Ball geht durch. Sonnleitner, Ball geht durch. Wöber, Netto. Knoflauch 1 zu 1. WAC ist back. WAC ist zurück. 9 Minuten nach unserem 1 zu 0 machen sie den Anschlusstreffer zum 1 zu 1. Was für eine hochspannende Partie wird das in den nächsten Minuten noch werden. Ball jetzt wieder bei Pacheco. Pacheco auf Schaub. Schaub verliert und verliert den Ball gleich zweimal. Madl kriegt den Ball nicht weg. Der Ball jetzt auf Knoflach. Knoflach putzt aus. Ball auf Schaub. Schaub mit dem Kopf. Versucht auf Arasse, der aber zu weit vorne. Ball jetzt wieder weg. Maximilian Hoffmann wird geblockt vom anderen Mittelfeld oder Stürmer der Wolfsberger. Arasse mit der Grätsche, die gut war. Somit gibt es Eckball für WAC. Eckball ausgeführt von Offenbacher, bringt die Flanke rein, aber leider nicht.
aber Gott sei Dank nicht ins Tor. Sofort geht. Ja, sofort will Rapid natürlich in die andere Richtung, aber der Ball wieder weg. Wir haben uns überrennen lassen von WAC nach 1 zu 0, das ist so klar. Hoffmann auf Arase kann's nicht. Komisch. Arase holt sich den Ball zurück, Ball auf die Nummer 13. Die wird eigentlich gefault. Schiedsrichter hat entweder nicht gesehen oder nicht gesehen wollen. Nicht gesehen wollen, keine Ahnung. Oder wollte es nicht sehen. Wöber, Ball kommt, Knoflach raus, da muss einer hin. Sonnleitner steht wie die Mauer. Dann der Schuss eher daneben am Tor vorbei, aber das darf ja nicht sein, dass wir das 1 zu 0 einfach so aus der Hand gegeben haben, wie wir es aus der Hand gegeben haben. Ballbesitz wir 39%, würde mich nicht wundern. Oh Mann, jetzt rennt Arase nur mit dem Ball ins Ort. Ich werde hier nicht mehr. Arase holt sich die Kugel zurück, verliert sie auch gleich wieder. Nur Frabiet eine Minute vor der Halbzeit kann mir das Ding noch drehen und ein 2 zu 1 rausholen. Ball wieder auf Arase. Arase geht über die Außen. Versucht über die Außen ranzukommen, holt keinen Einwurf raus. Aber die Torschuss-Rasse ist nicht schnell genug. Somit steht es 1 zu 1 in der Halbzeit. St. Pölten führt. Wien Austria habe ich leider nicht gesehen. Aber hoffe, dass sie zurückliegen. Pacheco, lass du ein bisschen hier die Trommeln läuten. Hier sofort wieder ein guter Pass. Pass runter auf Pacheco. Der nimmt sich die Kugel mit und jetzt da hopp und hopp und hopp und hopp und hoppsalö. Lass da mal einen stehen und dann kriegt Bart, findet die den Kopf nicht hin. Mal hier gleich mit der Flanke auf Arase. Voll von Arasse anscheinend war das. Egal, Einwurf. Wolfsberg. Das gibt's ja nicht, dass die jetzt schon wieder durchkommen. Jacob, Sonnleitner nicht da. Sonnleitner nicht da. Madl macht unten auf. Er macht unten auf. Und da ist Knoflach und rettet uns den Hintern. Sofort Umschaltspiel. Pacheco verliert den Ball. Pfadfinder. Mit einem Foul, ey, wirklich Schiri. Pacheco sieht sofort Pfadfinder. Ah. Ah, nee, komm schon. Darf nicht wahr sein, dass die so frei da spielen können und wir haben eine Torschuss gehabt und das war's. Also, das finde ich irgendwie seltsam. Kein Freistoß jetzt, weiter geht's. Badfinne, renn da mal rein. Wollte auf Arase spielen, Ball ist schon wieder weg. Madl macht eine Grätsche, damit sie den Ball zurückbekommen. Ball jetzt bei Steffen Hoffmann. Der wird gefault, glasklar. Aber gibt wieder nur einen Wurf. Die Flanke ist gut. Ball kommt auf Arase, Arase köpfelt zurück. Der Ball kommt auf die Nummer 13, der dreht sich weg. Die 13 auf dem Goalie. Pacheco jetzt mit dem Eckball, der ist gut. Wird rausgeforstelt. Natürlich sind da ur viele Rapid-Spieler, die jetzt versuchen, den Ball zu bekommen. Ja.
Einwurf WAC. Oh, keine gelbe Karte für Maximilian Hoffmann. Nur die Chance werde ich gleich zu einer Auswechslung nutzen. Steffen Hoffmann, Ross, Mucinic rein. Hoffentlich wird diese Personaländerung was helfen in irgendeiner Art und Weise. Der Kopfball geht weit, aber es gibt Eckball. Knoflauch kann den Ball wegfäusteln. Wo bleibt der Nachgänger? Die gehen ja alle daneben, die gehen alle daneben, Sonnleitner. Bartfinne. Macht das sehr klug. Zieht ein paar Leute auf sich, damit seine Leute freien Raum haben. Und das ist ein Freistoß. Mindestens auch noch eine gelbe Karte. Ja, das habe ich gesehen. Und jetzt der Freistoß. Arase mit dem Freistoß. Der ist gut. Mocenic. Sofort wieder Rapid mit dem Ball. Die Nummer 13. Auf Bart findet. Der zieht wieder an zwei Leuten vorbei. Zieht wieder auf. Sieht die 13. Die schießt. Goalie pariert. Kopfball. Eckball geht auf Schaub. Ball wieder auf Arasse raus. Der mit der Flanke. Die aber zu zentral sich auf den Torhüter dreht. Madl gewinnt den Kopfball nicht. Jetzt schon die Nachspielzeit der 90. Jetzt mal alles nach vorne werfen, was geht. Ball auf Schaub. Schaub wartet, nimmt Arasse mit, der Ball ist zu kurz, die Partie ist aus, erneut das 1 zu 1 zwischen dem WAC und Rapid Wien, die Austria spielt auch nur 1 zu 1, Mattersburg wäre hier der Sieg doch besser gewesen. Somit, danke ich euch fürs Zusehen, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ja, lasst nochmal noch da, wenn es euch gefallen hat. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da. Und wenn du mir das Video von mir gerade siehst und noch kein Abonnent bist, kannst du mich unten kostenlos abonnieren. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich ein kleines Schmankerl für euch. Und And now for the people who don't speak German, please look at the description because there's something special for you. Thanks for watching. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin raus. Tschüss.